Was geht ab, meine Z-Fighter, Oser hier. Und in Dragon Ball Legends gibt es neue News. Ihr seht es schon, ein super Login-Bonus wird starten. Das ist ein Dank dafür für die 10 Millionen Downloads, die weltweit erreicht worden sind. Frage ist, wir kennen die Treue-Kampagne, ob uns diese Danke-Login-Boni auf jeden Fall da entgegenkommt. Aber ja, kommt auf jeden Fall. Ich werde gleich alles besprechen natürlich. Es gibt alle Informationen und Details dazu. Ganz wichtiger Hinweis außen vorweg. Das Ganze kommt erst morgen online. Wir werden uns aber die Infos ansehen. Und zwar nach der Wartung. Denn morgen startet eine Wartung. Am 21.06. Donnerstag ab 4 Uhr morgens geht sie los. Um 10 Uhr morgens unserer Zeit endet sie. Danach kommen wahrscheinlich neue Daten rein. Wenn es dazu neue Informationen gibt, lasse ich auf jeden Fall dann wissen. Aber wir wissen dann auf jeden Fall jetzt schon, dass da ein neuer Login-Bonus starten wird. Nämlich eine Kampagne wird starten, eine neue Kampagne. Vielen Dank für die weltweit über 10 Millionen Downloads. Super Login-Boni heißt im Endeffekt, um es kurz zu fassen, gibt es ein Login-Boni, das uns entgegenkommt, die Treue-Kampagne zu bewältigen, da eben die Charaktere auf 1000, auf Level 1000 zu bringen. Hier steht es schon dran. Logge dich täglich ein und versuche das Charakter auf 1000 zu bringen. Was genau hat es damit auf sich? Nämlich, ja, wie gesagt, weltweit hat das Game jetzt 10 Millionen Downloads erreicht, schon mal sehr solid auf jeden Fall, und dafür gibt es eine Kampagne, eine Feier. Das Event fängt am 21.06. an, heißt morgen ab 10 Uhr morgens und geht bis, beziehungsweise eine Woche lang, bis zum 28.06. 8 Uhr morgens. Folgende Informationen haben wir. Während dieser Zeit, können wir nicht nur ein tägliches Login-Boni auswählen, sondern bis zu 3 Stück. Ihr wisst ja, wenn wir uns jeden Tag daily einloggen, könnten wir quasi für den nächsten Login-Boni ein Login-Boni, den wir bekommen. Nun sind es 3 Stück und die Login-Boni haben sich geändert. Das ist eben, dementsprechend haben sie das gemacht, um uns da entgegenzukommen wegen der Treue-Kampagne. Denn wir müssen ja wirklich sehr viele Charaktere von den 5 Typen A3 Charaktere auf Level 1000 bringen. Das dauert auf jeden Fall lang. Aber ihr kennt die News davon, wenn ihr die News nicht kennt, wenn ihr nicht wisst, hey, was geht Osoro da? Wenn ihr nicht wisst, was mit der Treue-Kampagne auf sich hat, ich werde den Link in die Beschreibung setzen, alle Informationen dazu bekommt ihr. Anyways, wie dem auch sei, wird uns quasi dieser Login-Boni uns da entgegenkommen. Nämlich, wir können dann auswählen in diesem Zeitraum A. Zeitkristalle bis zu 100 Stück können wir erhalten, Zeni 300.000 Stück, Freipässe 15 Stück, Kiste mit Milchflaschen 9 Stück, Aufsteigende Seelen 100 Stück, Aufsteigende Seelen 2, 75 Stück, 3, 50 Stück, Global, GLB, GLB heißt eigentlich Gelb, ja, die Abkürzung steht für die Elemente, aber ich hoffe halt wirklich nicht, dass wir nur Gelb auswählen können. Ich will da schon von den ganzen Typen eins auswählen, weil wir müssen ja von den Typen Rot, Blau, Grün, Gelb und Rot, Blau und Lila müssen wir A3 Charaktere auf Level 1000 bringen wegen der Treue-Kampagne. Und ich hoffe, dass wir jetzt dann nicht nur Gelb aussuchen dürfen. Hoffentlich ändert sich das die Tage, beziehungsweise hoffentlich können wir da aus den ganzen Elementen aussuchen, aus denen wir die Charaktere auf 1000 bringen müssen. Oder Super Seele 1, 10 Stück oder Super Seele 2. Zusammen mit der Danke für, ja eben, hier steht es noch dran. Zusammen mit der Danke für eure Treue-Kampagne kannst du viele zur Verstärkung von Charakteren benötigte Super Seelen und aufsteigenden Seelen erhalten. Lasse diese Gelegenheit nicht entgehen. Hinweise, das Lineup für den Login-Bonus wird jeden Tag geändert, kennen wir. Achso, okay, Lineup für den Login wird jeden Tag geändert. Okay, verstehe. Heißt, ab morgen wird es euch damit anfangen. Sorry. Bevor ihr Rage. Hier steht dran, am ersten Tag, das ist für den ersten Tag, 21.22. Da bekommen wir Gelb und dann wird es sich jeden Tag ändern. Da wird man natürlich schlauer, wenn man natürlich alles liest, ne? Richtig. Also, wie gesagt, jeden Tag wird sich das Line-Up ändern, indem ihr aussuchen könnt, was ihr im nächsten Tag einsammeln könnt. Bis zu 3 Sachen. Genau, Aktualisierung findet jeden Tag 8 Uhr statt. Wissen wir, jeden Tag 8 Uhr morgens gibt es einen neuen Login-Boni. Und den ausgehenden Login-Bonus kannst du beim Login am nächsten Tag erhalten. Genau, Leute, anyways, um es kurz zu fassen, wie gesagt, 10 Millionen Downloads wurden erreicht. Das waren die kurzen News für Dragon Ball Legends. Morgen geht's Wartung, endet um 10 Uhr. Danach kommt quasi jetzt dieses Super-Login-Bonus. Wir können uns eine Woche lang jeden Tag abwechselnd Login-Bonus aussuchen aus der Liste, die sich täglich abwechseln. Wie gesagt, das Ganze fängt an mit den Gelb, beziehungsweise mit den Sachen, die hier stehen, 100 Kristall, etc., etc. 3 Sachen könnt ihr euch daily aussuchen. Was mir auf jeden Fall aussuchen werde, ist zum Beispiel, wenn jetzt morgen Gelb ist, okay, dann schaue ich an, welche Gelb-Charaktere muss ich noch auf Level 1000 bringen, welche Sachen brauche ich da Super Seele 1, Super Seele 2. Eigentlich würde ich euch empfehlen, Super Seele 1 oder 2 auf jeden Fall zu holen, weil die droppen sehr, sehr selten. Ich werde eine Joblist in die Beschreibung setzen. Könnt euch gerne ansehen, wo was droppt. Beziehungsweise zeige ich das mal ganz kurz. Und dann werde ich dann wahrscheinlich noch die 100 Kristalle nehmen. Oder, ja, weil die Charaktere trainiere ich in den Sireman-Events. Das geht viel einfacher. Da bekommen sie wirklich sehr, sehr vielen Boost. Einen guten Boost. Ob es jetzt nicht hier. Hier
Ja, nicht für die Troika, für. GG, das ist by the way die Troika-Kampagne, ja, das können wir uns holen. Aber was ich sagen wollte, ich habe mich hier tausendmal verklickt. Das hier, ja, ihr könnt das bei den Assignments Daily, könnt ihr die zwei Stages machen, da bekommt ihr wirklich sehr, sehr viel Experience dazu. Und genau, wie gesagt, lass mir ganz kurz zeigen, was ich meinte. So, und zwar sind das quasi die Locations, die in denen ihr folgende Rising Souls finden könnt. Könnt ihr euch gerne mal ansehen. Und das wäre quasi hier für die Superseen. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Das waren die ganzen News zum neuen Login-Bonus zur Treue-Kampagne. Lasst auf jeden Fall euer Feedback da. Was haltet ihr davon? Kommt uns das wirklich entgegen? Ich finde schon, weil ohne diese Login-Boni war es halt echt schwer, immer alles zu farmen. Ich habe es halt daily gemacht, aber es war echt schwer. Jetzt mit dem Login-Boni freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass ihr uns noch mehr entgegenkommt. Oder habt ihr mehr erwartet? Lasst mir in den Kommentaren wissen. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done. Next time you